Hallo ihr Lieben, ich hatte letztens auf Instagram in meiner Story geteilt, dass ich mir die Haare färbe und danach habe ich so viele Anfragen bekommen, wie es denn jetzt geworden ist und was ich benutzt habe, dass ich mir dachte, dass ich doch einfach mal ein Video darüber drehe. Etwas anderes Video, als was ich sonst mal so drehe. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mal eben mitteilen, dass es in etwa diese Haarfarbe geworden ist. Ich erkläre gleich wieso. Und zwar habe ich mir, ihr wisst ja, wie ich vorher aussah, ich hatte so ein Balayage, wie man es nennt, also oben ein bisschen dunkler, unten fing es dann blond an. Also oben war eigentlich meine normale Haarfarbe ganz normal rausgewachsen und ich habe so ein dunkelblond, Straßenköterblond, wenn man das so nennen kann. Und das wollte ich einfach wieder auffrischen und ich fand es ganz schön. Also ich wollte diesmal einfach so ein Weißblond-Silber haben. Das habe ich bei ganz vielen Mädels schon gesehen auf YouTube und so in der Stadt auch mal. Und fand das immer mega schön, habe mich aber nie getraut. Aber jetzt. Und jetzt habe ich mir einfach mal von Zios diese Haarpackung geholt. Da sieht man schon, das ist so ein Silber-Rosa irgendwie. Und das fand ich ganz cool. Nicht rosa, sondern silber-violett so ein bisschen. War aber ein großer Fail. Ich erkläre auch wieso. Ich habe es drauf gemacht. Ich mache es nicht immer komplett drauf. Ich ziehe mir einfach mal so ganz leichte, dünne Strähnchen. Vielleicht sieht man das hier gerade auch, dass es relativ natürlich aussieht. Also ich ziehe immer so dicke Strähnen, dass so das dickste ist. Also maximal so dick. Und dann halt den ganzen Kopf entlang. Allerdings war ich halt so dunkel. Man sieht halt meinen Ansatz noch so ein bisschen, dass es eher gelb wurde. Also ich war dann halt richtig schön, ja, honiggelb. Die Spitzen waren allerdings schon wieder ein bisschen blonder, aber oben halt so bis hier war es komplett wirklich gelb. Und deswegen, also was hier drauf steht, mittelblond bis blond, kann ich auf jeden Fall sagen, es wird krass gelb. Also wenn ihr naturblond seid, kann ich euch das nicht empfehlen. Das empfiehlt sich halt echt nur, wenn ihr schon blondiert seid. Also in den Spitzen hat es funktioniert, oben hat es halt gar nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mir gerade nochmal, dann bin ich nochmal zum DM gegangen, habe mir gerade nochmal von L'Oreal dieses Color Vista Silber Shampoo genommen. Normalerweise habe ich immer das von Swiss Au Pair, das ganz normale Silber Shampoo, nicht keine Kur oder keine keine Spülung, sondern ganz normal selber Shampoo, weil das höher dosiert ist. Aber damit hat es auch nicht richtig funktioniert. Also damit wurde ich auch nicht wirklich blonder. Und muss sagen, dass das schon gut funktioniert hat. Also ich war wirklich sehr gelb. Und das hat jetzt eigentlich relativ gut funktioniert. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden, weil ich wollte eigentlich noch heller werden. Und habe mir deswegen jetzt nochmal von, ich kenne die Marke nicht, von Knight & Wilson, Color Freedom Blond, auswaschbare Haartönung mit Shea Butter und Arganöl für White Blond gekauft. Vielleicht kennt das ja die ein oder andere. Und ich hoffe, dass ich nicht komplett weiß werde. Auf jeden Fall werde ich dies hier im nächsten Video machen, weil sonst einfach den Rahmen sprengt. Ich wollte euch ja nur mal kurz so ein kleines Feedback geben, da ich dieses Produkt getestet habe und das einfach nicht funktioniert hat, beziehungsweise ich etwas enttäuscht war. Ich bin sowieso allgemein jedes Mal von Zios enttäuscht, sei es vom Haarshampoo, vom Haarspray. Irgendwie komme ich damit nicht gut klar. Ja, werde es, glaube ich, auch nicht wieder kaufen. Ich wollte es euch nur mitteilen, dass wenn die eine oder andere sich auch so ein Platinum Blond, Weiß, Silber, Grau färben möchte, dass dieses Zios ja nicht so cool ist. Genau. Falls ihr sehen wollt, wie ich meine Haare jetzt mit diesem Knight and Wilson Color Freedom Blond für White Blond färbe, dann schaut im nächsten Video vorbei. Da mache ich das mit euch zusammen von A bis Z. Und habe etwas Angst, weil es hier dann doch schon ganz schön weiß ist. Ja, so eine kleine Veränderung kann nicht schaden, ne? Ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.